Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, ich bin wieder Andreas von Purklang. Heute unterwegs mit meinem Hund hier in der Natur. Und man kann natürlich immer Musikinstrumente mitnehmen. Und wenn ich keine große Flöte dabei habe, habe ich manchmal eine kleine Flöte dabei. Nämlich eine kleine Nasenflöte. Manche kennen die Nasenflöte, manche ist es kein Begriff. Und die meisten wissen schon gar nicht, wie man sie spielt, wenn sie sie sehen. Und was ist eine Nasenflöte? Dieses kleine Instrument hier. Ja, so sieht die aus. Ich drehe sie mal um. So ist sie von hinten. Ja, unten ist das Labium und hier oben in dieses Loch. Da in dieses Loch oben wird reingepustet. Und dann kann man verschiedene Töne spielen. Man kann aber auch komplette Melodien spielen. Die Nasenflöte kommt, so viel ich weiß, aus Peru, wurde benutzt, um Vögel anzulocken, so wie ich das weiß oder wie ich das gelesen habe. Aber ich benutze einfach nur aus Spaß und Freude, ich will keine Vögel damit anlocken, wobei man wirklich ein bisschen Vogelstimmen, vor allem so Urwaldvogelstimmen, gut damit imitieren kann. Und von daher ist es eine interessante Flöte. Es gibt auch viele Leute, die benutzen diese Flöte für Theaterstücke zum Beispiel oder irgendwelche Aufführungen, wo man sie brauchen kann, um irgendwelche Pfeifgeräusche zu erzeugen. Also man kann sie wirklich vielfältig einsetzen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie diese Flöte, oder ich zeige euch gleich von vorne, wie man sie überhaupt spielt. Das heißt, hier oben seht ihr, habt ihr dieses Loch und unten ist das Labium wie bei der Flöte, wo der Ton erzeugt wird. Jetzt habt ihr natürlich kein Rohr wie bei einer Flöte und ihr braucht aber trotzdem einen Hohlraum. Und deswegen, den Hohlraum, den ihr dafür benutzt, sind eure Wangen, euer ganzer Mundraum. Ja. Und das heißt, ich nehme die Flöte, hebe die unter die Nase. Sieht ein bisschen affig aus, aber man darf sie auch mal zum Affen machen. Und zwar hebe ich die jetzt runter und blase hier praktisch rein, hier in dieses Loch rein. Und den Mund forme ich ein leichtes O. So. Und den Mund lege ich unten am Labium, da unten lege ich den Mund ganz leicht drauf. Oh, oh. Von der Seite sieht man eine ganz leichte Spalt, dass der Mund offen ist. Er muss nicht komplett geschlossen sein, sondern er muss lediglich ein O bilden, dass er einen Resonanzraum bildet, wo der Ton entstehen kann. Und wenn ich jetzt reinpfeife und ich bleibe mal bei einem O, ich brauche nicht sprechen, ich forme nur den Mund wie ein O und jetzt blase ich mit der Nase rein, wie wenn man schneuzen würde. Und die meisten Leute sagen, ja, was ist, wenn ich Schnupfen habe? Die Frage kann ich schon gar nicht mehr hören. Ich war früher viel auf Kunsthandwerkermarkt, da kam die Frage immer sehr oft. Man hat natürlich nicht 365 Tage im Jahr Schnupfen. Von daher behaltet diese Frage für euch. Also, wie wenn ihr schneuzen würdet. Ja? Und jetzt kommt aber noch kein Ton, weil jetzt habe ich erstmal nur reingeblasen. Ihr habt den Mund unten noch nicht übers Labium gelegt. Ja? Jetzt mache ich ein leichtes O und schon kommt ein Ton. Ja? Es geht also ziemlich einfach. Ja? Wie ihr seht, kann man verschiedene Töne spielen. Und wie geht es? Ganz einfach. Wer die Maultrommel kennt, der weiß, dass man bei der Maultrommel den Mundraum verändert. Ich kann O, E, I. Ja? Ich kann den Mund verschiedenartig formen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein O forme, habe ich einen tiefen Ton. Mache ich ein E, habe ich einen höheren Ton. Mache ich ein I, habe ich ganz hohen Ton. Ja? Und so kann man selber, variieren durch den Mundraum, durch Veränderung vom Mundraum kann man eben variieren, was man, welchen Ton man haben will. Jetzt wechsle ich mal ganz kurz, weil irgendwo wird dieses Stick doch ein bisschen schwer von einer Seite. So, gehe ich darüber. Und wenn ich jetzt hier O, E, I, wenn ich diese Abstände, wie soll ich sagen, wenn ich das ein bisschen feiner mache mit dem Mund, so O, I, O, I, und mache das ganz weich, diese Übergänge, dann kann ich komplette Tonleiter spielen. Ja, oder Vogelstimmen. Ja, also wie ihr seht, mit der Nasenflöte kann man sehr, sehr viel machen. Ihr könnt auch Buchstabe R zum Beispiel rollen lassen. Ja, dann könnt ihr praktisch den Ton ein bisschen so rollen lassen.
Man kann also, oder zum Beispiel so, tscha, tscha, tscha. Ja, also soll ich sagen. Also es geht sehr viel auf der Nasenflöte. Und wenn euch so ein kleines Instrument gefällt, die sind wirklich super, super günstig, schaut auf www.purklang.de. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und ich laufe jetzt hier mal weiter und mache meine Runde. Okay, dann ciao, bis zum nächsten Mal.